Ich möchte vielleicht beginnen mit ein paar kleinen Beispielen. Wir haben ja schon anderes gehört und deshalb möchte ich diesen Punkt nicht zu sehr vertiefen. Mit ein paar Beispielen des praktischen Engagements von Buddhisten. Denn was ja schon mehrfach hier auch angeklungen ist, in unseren Breiten versteht man unter Buddhismus so eine Art Wellness-Religion. Ja, da kann man sich am Wochenende zurückziehen ohne Verpflichtung, ohne Anspruch an sich selbst. Man sucht etwas heraus. Ich habe beim Friseur in einer, sonst hat man ja solche Gelegenheit nicht, in einer Frauenzeitung eine Beilage gesehen. Das war so ein kleines Werbezettelchen, da stand drauf, das Buddha-Set, 1495, das war so eine kleine Buddha-Figur, eine kleine Mala und ein kleines Sutra, das Herz-Sutra und ein Räucherstäbchen, unverzichtbar. Ja. Also es ist so etwa die Vorstellung, wir stellen eine Figur auf, zünden Räucherstäbchen an, kehren uns nach innen und fühlen uns wohl. So ist es auch so, dass in der Publizistik sehr häufig Buddhismus so als Glücksreligion dargestellt wird. Interessanterweise hat das alles relativ wenig mit dem zu tun, was Buddhismus in den buddhistischen Ländern ist und auch von seiner Herkunft und seiner Philosophie. Und genau da möchte ich Sie jetzt auf eine kleine Reise des Nachdenkens einladen und Ihnen einige Aspekte zeigen, die man vielleicht so auf den ersten Blick am Buddhismus gar nicht wahrnimmt. Dass es international engagierten Buddhismus immer schon gab, kann man eigentlich sagen, ja, wenn es nicht absurd wäre, könnte ich sagen, Buddha selbst war der erste engagierte Buddhist, denn nachdem er in einer Vollmondnacht die Erleuchtung erlangt hat, die tiefe Einsicht, die Buddha-Lehre charakterisiert, da wollte er sich eigentlich zurückziehen. So geht die Legende. Und die kann man ja hier mal erzählen. Dann kam der hinduistische Gott Brahma und hat ihn gebeten, du Licht, du Auge der Welt, verkünde doch die Lehre. Und der Buddha hat gleichsam gesagt, es ist aber so schwierig und das ist ganz kompliziert. Und daraus hat er dann das gemacht, was in den Texten auch vielfach zu finden ist. Er lehrt je nach den Umständen. Buddha hat ja, anders als andere Religionsstifter, wirklich 50 Jahre lang gelehrt. Und es sind unheimlich viele von diesen Lehren zu Laien, zu Brahmanen, zu Kaufleuten, zu verschiedensten Bevölkerungsgruppen. Er hat immer situativ gesprochen, immer auf die Leute zu, die Nöte der Leute aufgegriffen. Insofern kann man also sagen, der Buddhismus ist von seiner Geburtsstunde an durchaus immer in den sozialen Kontext eingebettet gewesen und insofern sozial engagiert. Ich will nur ganz kurz hinweisen, weil es sonst auf eine eher narrative, eher langweilige Aufzählung von verschiedensten Aktivitäten hinausliefe. Es gibt, was ja schon angesprochen wurde heute, ein International Network of Engaged Buddhists, die sich zusammengeschlossen haben, Sitz zum Teil in Japan, Sitz zum Teil in Thailand. Und dort versucht man Aktivitäten zu koordinieren und vor allem etwas, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, nämlich eine buddhistische Ökonomie zu formulieren. Was das bedeuten kann, das möchte ich am Ende oder zum Ende so ein bisschen genauer darstellen. Wir sollten vielleicht uns daran erinnern, dass der Buddhismus, man nannte den König übrigens den Konstantin des Buddhismus, weil es ja die Verbreitung des Christentums durch den Kaiser Konstantin ganz wesentlich befördert wurde. Ähnlich war es in Indien, allerdings 500 Jahre früher, das war der König Ashoka, 2. Jahrhundert. Und Ashoka, ursprünglich ein ziemlich gewalttätiger Herrscher, wurde durch verschiedenste Erlebnisse, ausführliche Lebensgeschichten erzählen das, mehr oder minder ausgebaut, wurde dann zu einem ersten Herrscher, der sich explizit auf den Buddhismus berufen hat. Seine sogenannten Felsenedikte sind tradiert.
und wir können sehen, was für Maßnahmen er ergriffen hat. Und das Wichtigste ist auch hier, was ich immer äußerst spannend fand, weil die Geschichte ungefähr 2000 Jahre gebraucht hat, bis man ähnliche Ideen dann wieder im Abendland formuliert hat. Er hat genau unterschieden zwischen Moral im Sinn von Regeln, das haben wir heute auch schon gehört, und ethischer Einsicht, ethischer Erkenntnis. Und er hat gesagt, moralische Regeln, okay, das ist ganz gut, die muss man halt befolgen, aber viel besser und viel wichtiger ist die Einsicht. Also ein ganz wichtiger Punkt. Es ist eine, wenn man so will, der Buddhismus ist eine Religion der Einsicht. Und was das bedeutet, möchte ich ein bisschen genauer noch erläutern. Andere Namen sind auch schon angeklungen. Natürlich seine Heiligkeit der Dalai Lama, engagiert in vielen Bereichen, vor allem auch im Bereich der Menschenrechte. Und das keineswegs nur wegen Tibet, sondern international. In Indien ist ja der Buddhismus verschwunden, so im 7., 8. Jahrhundert etwa. Übrigens keineswegs nur, weil der Islam vorgedrungen ist, das war dann noch der Todesstoß, sondern da gab es schon innere Entwicklungen. Es gab eine Reformbewegung, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg von Dr. Ambedkar. Und der hat so etwas wie ein soziales Netzwerk geschaffen, wo er vor allem auch die Ausgestoßenen, die unteren Kassen, die Parias, mit einbezogen hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Impuls, der den Buddhismus neu belebt hat in Indien. Und es ist ja doch interessant, dass die Wiederbelebung im Kernland, im Ursprungsland des Buddhismus, ein sozial engagiertes Wiederbeleben. Von daher sollten wir also durchaus diesen Begriff des Buddhismus, wie er in den asiatischen Ländern zu verstehen ist, immer schon im Kontext eines sozialen Engagements verstehen. Ich erwähne noch zwei Beispiele und dann genug damit. Der US-Zen-Meister Bernie Glassman, eine wirklich in vielerlei Hinsicht äußerst engagierte Persönlichkeit. Ich nenne nur ein Beispiel, was er gemacht hat, was mich wirklich zutiefst berührt hat. Er hat in Auschwitz eine Meditationswoche organisiert. Aber die Teilnehmer sind interessant. Das waren Kinder und Enkel der Opfer und Kinder und Enkel der Täter. Die saßen also zusammen. Ja. Das ist wirklich eine Sache für die Gänsehaut. Extremst herausfordernd natürlich für beide Seiten. Man hat versucht, dort sie zusammenzuführen, eine gemeinsame Erfahrung zu schaffen. Und eben zu zeigen, dass die Last der Tradition erkannt werden kann, durchschaut werden kann und dass man in der nachfolgenden Generation dann wieder einen Weg zueinander findet, wie schwierig der auch immer sein mag. Also das waren jetzt wirklich drei sehr heterogene Beispiele für ein soziales Engagement der Buddhisten. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass in jüngerer Zeit ein großes Interesse auch bei den Wissenschaften besteht. In meiner eigenen Disziplin am allerwenigsten. Die Ökonomen kümmern sich nicht um Buddhismus. Es gibt Buddhist Economics, aber das sind eher so kleine Randgebiete, wo jemand mal ein Paper schreibt. Bis auf den auch heute schon erwähnten Buddhist Economics von Schumacher. Es gibt in Thailand einen Mönch, Paiuto, der hat eine buddhistische Ökonomie geschrieben. Es gibt ein eigenes Institut, das Nagarjuna Institute of Nagaloka in Nagpur. Die gehen ökonomischen Fragen sehr stark nach. Also es tut sich auch in diesem Bereich was, über den ich nachher sprechen möchte. Allerdings übernehme ich die Verantwortung für das, was ich dann sage. Selbst ich kann mich nicht auf einen Dalai Lama oder einen Papst berufen. Sie werden auch sehen, dass man das darf im Buddhismus, da darf man durchaus auch selbst nachdenken. Buddhismus ist also seinem Wesen nach kreativer Buddhismus, wenn man so verstehen will. Ja. Okay, das also nur als Hinweis, um das zu verstärken, was ja als Eindruck, glaube ich, schon sehr deutlich geworden ist heute. Buddhismus ist in seinem Ursprung nicht eine Wellness-Religion, dass man
in der Meditation angenehme Erfahrungen machen kann, will ich ja gar nicht leugnen, selbstverständlich. Ja, sonst würde ich, aus diesem Grund praktiziere ich auch jeden Tag meine Meditationspraxis. Es ist einfach ein zentriertes Kraftsammeln, das man braucht, das es in anderen spirituellen Traditionen ebenso gibt. Aber das ist nicht der Wesenskern oder es ist nur eine kleine Pforte. Was ist nun aber das Wesen der buddhistischen Lehre? Und inwiefern kann man aus dem Wesen der Lehre selbst schon schließen auf die Notwendigkeit eines sozialen Engagements? Es wurde heute schon mehrfach der Begriff Mahayana verwendet. Also im Buddhismus unterscheidet man sogenannte mehrere Fahrzeuge. Es gibt das kleine Fahrzeug und das große Fahrzeug. Es war ursprünglich mal ein bisschen, abwertend gemeint, kleines Fahrzeug. Ich würde eher sagen, es gibt den ursprünglichen Buddhismus, der heute noch tradiert wird in Sri Lanka, in Thailand, ein bisschen in Vietnam, in Burma. Es gibt darauf aufbauend weitere Traditionen. Wenn Sie fragen, ja, woher kommt das? Ist da nicht einmal ein heiliges Buch verkündigt worden, wie in der Torah oder in der Bibel oder im Koran? Nein, sowas gibt es im Buddhismus nicht. Der Buddha hat keine Zeile geschrieben, obwohl er als Königssohn natürlich des Lesens und Schreibens mächtig war. Aber er hatte sehr kluge Schüler, die sich durch ein äußerst gutes Gedächtnis ausgezeichnet haben, ihn begleitet haben. Ich muss zugeben, als ich das anfangs hörte, war ich auch ein bisschen skeptisch, ob sowas möglich ist. Aber seit ich mich intensiver mit Hirnforschung beschäftigt habe und weiß, was ein Savant ist, ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, das sind also Menschen, die gehen einmal durch so einen Raum und gehen dann nach Hause und können sämtliche Gesichter zeichnen. Es gibt welche, die hören einmal ein Buch vorgelesen und können es auswendig. Ein Savant kann 280.000 Bücher auswendig. Seither habe ich, das ist meine private These, den Verdacht, dass Ananda, der Hauptschüler von Buddha, solch ein Savant war und gleichsam wie ein Kassettenrekorder die ganzen Lehrreden von Buddha memoriert hat in allen Kontexten. Und es gab offensichtlich noch ein paar mehr. Und einige Traditionen gingen verschütt und sind später wieder entdeckt worden. Und daraus ist dann das Mahayana, das große Fahrzeug, entstanden, das eine Kernlehre vertritt, die es auch im kleinen Fahrzeug gibt, allerdings sehr groß herausgestellt. Und darauf möchte ich mich jetzt konzentrieren. Das war jetzt eher Vorgeplänkel. Jetzt müssen wir ein bisschen einsteigen in etwas schwierigere Themen. Ich möchte Ihnen ein paar Grundzüge buddhistischer Philosophie vorstellen und bitte um Ihre Nachsicht, dass man sich da ein wenig konzentrieren muss, um das zu verstehen. Was ist die Kernaussage des Buddhismus im Unterschied zu anderen Religionen? Nun, wenn man Religion versteht als eine Rückbindung an Gott, dann ist der Buddhismus eigentlich gar keine Religion. Es gibt keine Rückbindung an Gott, weil ein Begriff von Gott wird im Buddhismus nicht verwendet. Das ist das Schockierendste eigentlich für die meisten anderen theistischen Traditionen. Wenn man es dann näher betrachtet, sieht man, dass dieses Schwarz-Weiß-Bild oder womöglich, es gibt auch ein Buch, das heißt Buddhismus als atheistische Religion, das halte ich nun für völligen Unsinn. Denn Buddha leugnet nicht einfach einen Gott, er sagt nur nichts darüber. Also das ist sehr wichtig. Und was es im Buddhismus sicher nicht gibt, ist die Vorstellung einer Creatio. Alles, was ist, ist durch ein von uns unterschiedenes, transzendentes Wesen geschaffen. Das sage ich nur für diejenigen, die, wie gesagt, was ja hier zu vermuten ist in der katholischen Akademie, aus einer theistischen Tradition kommen. Also insofern wagen wir uns jetzt an einen sehr gefährlichen Punkt und ich bitte Sie da sehr vorsichtig zu sein und ich hoffe, ich kann das auf eine Weise präsentieren, die auf keinste Weise verletzend wirkt. Was ist nun also die Ausgangsdiagnose Buddhismus? Was Buddha erschüttert hat und was immer noch den Anfang bildet jeder buddhistischen Belehrung, ist eine Erfahrung. Also nicht eine Lehre, sondern eine Erfahrung. Und diese Erfahrung übersetzt man gewöhnlich, das Wort Dukkha im Pali übersetzt man gewöhnlich mit Leiden.
Aber das klingt so negativ, so Leidensmine, Tränen und so wird Leiden aufgefasst. Der Begriff ist sehr viel allgemeiner und es ist etwas damit gemeint, was durchaus für unsere Erfahrung geradezu selbstverständlich ist. Wir alle sind abhängig. Wovon? Naja, 5 Minuten nicht atmen und Sie wissen, wovon wir abhängig sind, von Luft. Schauen Sie an Ihrem Körper runter, wir tragen Kleidung, die andere an anderen Weltgegenden für uns gefertigt haben. Ich stehe an einem Pult und spreche in ein Mikrofon, das haben alles andere Menschen geschaffen. Ich bin völlig abhängig, Sie sind abhängig davon, weil Sie auf dem Stuhl sitzen. Also Sie sehen, wir sind abhängig von Produkten, von Erfahrungen anderer. Ich spreche eine Sprache, die ich nicht erfunden habe, sonst würden Sie mich ja gar nicht verstehen. Im inneren Sprechen fange ich dann an, mich selbst als ein Subjekt zu definieren durch einen inneren Dialog. Die Sprache habe ich aber nicht erfunden. Also es kommt nicht aus mir. Ich bin nicht ein Subjekt, abgelöst und dann zufällig auch noch etwas anderes. Zum Beispiel habe ich dann eine Beziehung zur Natur oder zu meinem Mitmenschen, sondern in meinem innersten Wesen, das sagt mir meine Erfahrung, bin ich ein abhängiges Wesen von allen anderen Dingen, von der Natur, von anderen Menschen, von meiner Mutter, die mich geboren hat. Und wenn ich alt sein werde, ich hoffe, dass ich da nicht allzu lang drunter leide, wird mich jemand pflegen vielleicht oder am Schluss dann in einen Sarg legen. Ja, also wir sind völlig abhängig. Das ist nicht negativ gemeint, ist doch auch schön, abhängig zu sein. Wenn wir Liebe erfahren von jemand anders, dann wollen wir uns gerne in die Abhängigkeit begeben. Es ist also nicht so, dass es rein negativ gedacht ist, es ist einfach eine Diagnose. Zusammengefasst wird das im Buddhismus unter dem Begriff der gegenseitigen Abhängigkeit, das ist heute auch schon angeklungen, Pratitya Samuppada heißt das auf Sanskrit, und das gilt als die Grundlehre des Buddha. Als Buddha aus Erleuchtungserfahrung aufgewacht ist, sagt man, er hat die Vision dieser gegenseitigen Abhängigkeit gehabt und hat das dann auch formuliert in seinen berühmten edlen Wahrheiten. Die zweite edle Wahrheit ist diese Wahrheit von dieser gegenseitigen Abhängigkeit aller Dinge. Was folgt nun daraus, wenn wir das erkennen, dass die Dinge gegenseitig abhängig sind? Nun daraus folgt, dass kein Ding, kein Phänomen, kein Lebewesen aus sich selbst existiert. Für diejenigen, die ein bisschen infiltriert worden durch griechische Philosophie, ist das natürlich ein befremdlicher Gedanke. Denn die Kernaussage, die wir aus der griechischen Tradition übernehmen, ist, wir unterscheiden zwischen einer Form, dem sogenannten So-Sein der Dinge, und dann existiert das Ding auch noch und ist mit sich identisch. Das nennen wir sogar einen Satz der Logik, Satz der Identität. A ist A. Ich bin ich, du bist du, der Stein ist ein Stein und so weiter. Dahinter steckt die Idee, dass den Dingen eine autonome Natur zukommt. Und diese Aussage wird im Buddhismus fundamental kritisiert. Und zwar einfach nicht mit einem metaphysischen Argument, sondern es entspricht nicht unserer Erfahrung. Wir konstituieren uns täglich neu, indem wir mit uns selber reden. In unserer Muttersprache und sagen, ich will das, ich möchte das. Und wenn wir uns unterhalten, ständig fangen wir uns an, selber zu definieren. Wir sind nicht, wir fangen jeden Tag an, neu uns aus sozialen Beziehungen heraus zu erschaffen. Zum Beispiel vorher in der Pause, indem wir was essen. Ja, woraus besteht unser Körper? Ich sage immer provokativ ganz gerne, aus Mineralien, Wasser und Tier- und Pflanzenleichenteilen. Ja, nichts anderes. Da bauen wir unseren Körper auf. Und nach 7 Jahren, wissen Sie, sind Sie physisch ohnehin völlig runderneuert. Ist kein Molekül mehr das alte. Langer Rede, kurzer Sinn. Es scheint schon einiges dafür zu sprechen, dass diese Grundaussage des Buddha, dass alle Dinge nicht aus sich selbst existieren, dass diese Aussage wirklich so etwas wie eine universelle, erfahrbare
Größe in unserer Überlegung sein kann. Und das lege ich jetzt mal zugrunde. Wichtig ist, das ist im Buddhismus vielleicht etwas, was auch in der westlichen Tradition kaum so konsumiert wird, wo man nur abstrakt über stille Meditation redet. Es gibt im Buddhismus zwei wesentliche Meditationsarten, die Stille, das stille Sitzen, da versucht man den Geist leer zu kriegen. Man achtet auf die Atmung und viele Übungen und man übt positiv eine positive Haltung ein, zum Beispiel die liebende Güte Praxis, Lojong im Tibetischen, übrigens inzwischen von Hirnforschern erforscht. Die Tanja Singer macht das mit Studierenden, die machen ein paar Monate liebende Güte Praxis und dann verändert sich tatsächlich, kann man in der Computertomographie zeigen, auch das Gehirn. Also das funktioniert. Die amerikanischen Neurowissenschaftler sind in den letzten Jahren ganz heiß auf Meditierende, die sie messen wollen und mit bildgebenden Verfahren darstellen wollen, weil sie sehen, da ist was dran. Hat man früher schon mit Zen-Meistern gemacht, Taishin Deshimaru Roshi, der eine Zen-Linie nach Europa gebracht hat. Der hat gesagt, ja, die haben auch bei mir gemessen, haben sie auch beruhigte Alpha-Wellen gemessen und so weiter. Also es gibt schon länger. Meditation als dieses Individuelle ist wichtig, fundiert, hat aber einen anderen Sinn noch. Und auf den komme ich jetzt sofort. Die zweite Art der Meditation hängt damit eng zusammen. Das ist die sogenannte Einsichtsmeditation oder Vipassana. Da versucht man mit seinen eigenen Denkweisen und Denkformen kritisch umzugehen. Man nimmt nicht einfach das, was täglich sich reproduziert in unserem Denken, was wir hören, was wir gelesen haben, das nimmt man nicht einfach auf, sondern man untersucht es kritisch. Das Wörtchen Kritik in Verbindung mit Buddhismus scheint etwas ungewohnt. Dabei hat man den Buddhismus von Anfang an als die kritische, die unterscheidende, die differenzierende Lehre genannt. Das ist sehr wichtig. Das ist natürlich zunächst mal selbstkritisch, aber eben auch kritisch gegenüber allen anderen Denkformen. Ich sage gleich, was das Kriterium sein kann. Aber jetzt bleiben wir einen Augenblick dabei. Ich habe mal nur ein paar Zitate herausgeschrieben. Ein einziges will ich Ihnen vorlesen, damit Sie sehen, das ist jetzt nicht meine Erfindung oder meine Projektion auf die Tradition des Buddhismus. Es ist Wort des Buddha, wie es so schön heißt, Buddha Vakana. Es gab eine Situation, die der unseren gar nicht so unähnlich ist. Im Land der Kalama in Indien gab es eine Situation, in der die Leute einfach nicht weiter wussten. Es waren so viele Lehrer unterwegs und Heilige und Prediger und es gab in Indien ja auch alles. Es gab Hedonisten, es gab Atheisten, es gab alle Schulen, wenn man so will. Ja. Und die Leute waren verwirrt. Da kamen sie zu Buddha und haben gesagt, jetzt sag du uns doch, du giltst als ein großer Lehrer, was sollen wir tun? Ja. Und das lese ich Ihnen jetzt vor, was Buddha geantwortet hat. Und wie gesagt, es ist Buddha und nicht etwa Kant, oder? Nur damit Sie sehen, es ist keine Projektion, es ist aus dem Anguttara Nikaya. Geht, Kalama, sagte also zu diesen Bürgern, nicht nach Hörensagen, nicht nach Überlieferungen, nicht nach Tagesmeinungen, nicht nach der Autorität heiliger Schriften, nicht nach bloßen Vernunftgründen und logischen Schlüssen, nicht nach erdachten Theorien und bevorzugten Meinungen, nicht nach dem Eindruck persönlicher Vorzüge, nicht nach der Autorität eines Meisters. Wenn ihr aber, Kalama, selber erkennt, diese Dinge sind unheilsam, sind verwerflich, werden von Verständigen getadelt und wenn ausgeführt und unternommen, führen sie zu Unheil und Leiden, dann, o Kalama, mögt ihr sie aufgeben. Also wir sehen, es geht durch die eigene kritische Reflexion hindurch. Buddhismus ist insofern eine Philosophie des Geistes, wenn man so will, oder eine Methode der Analyse des Geistes, der eigenen Denkformen und der Denkformen, wie sie in der Gesellschaft existieren. Das scheint mir ein ganz zentraler Punkt zu sein.
Buddhismus wird als kritische Lehre benannt und ich werde heute diesen Aspekt betonen, weil die andere Seite, wie der Dalai Lama lächelt und einfach ein liebenswerter Mensch ist, wenn man ihm auch persönlich begegnet, ein ungeheuer eindrucksvoller Mensch, diese positive Ausstrahlung und positive Seite will ich überhaupt nicht wegreden sozusagen. Nur gerade, wenn Sie bei seiner Heiligkeit mal in einem Seminar waren, was ich ein paar Mal war, und einige Wochen bei ihm sitzen und Texte durchstudieren, dann kann ich Ihnen sagen, dann ist es vorbei, nur mit Wohlfühlreligion. Dann geht's hart zur Sache, dann wird also gestritten und genau gedacht und so weiter. Da geht's also sehr streng zu. Diese zweite Seite tritt natürlich in der Öffentlichkeit nicht so sehr in Erscheinung, aber ich wollte es mal auch ein bisschen aus eigener Erfahrung erwähnen. Was ist nun also diese kritische Analyse? Zu welchem Schluss kommt sie? Das kann man jetzt relativ kurz machen. Vor allem, weil ich ja mich schon an meine beiden verehrten Vorrednerinnen und ihre Schlussfolgerung ein bisschen anknüpfen kann. Wenn wir selber uns ruhig und still hinsetzen, in der Meditation uns beobachten, so lautet die These und wie gesagt auch hier, bitte ausprobieren, nicht einfach glauben. Es dauert aber eine Weile, ich sag's gleich. Ja. Man muss schon ein paar Jahre, also ich würde sagen ein Dutzend Jahre ist ein ganz guter Zeitraum, um einigermaßen vernünftig eine Einsicht zu gewinnen und täglich so mindestens eine Stunde oder zwei für die private Meditation. Was erkennt man? Man sucht verzweifelt, was bin ich nun wirklich? Was ist mein Selbst? Was ist mein innerstes Wesen? Dann hat man verschiedenste Hypothesen, die man durchprobiert, und dann entdeckt man, das war es wieder nicht. Ja. Ich habe mal einen Transzendentalphilosophen gefragt, der gesagt hat, ja, wir alle haben ein transzendentales Ego. Dann habe ich gesagt, was macht das Ego im Tiefschlaf? Hat er etwas gezögert und hat gesagt, naja, da zieht es sich zurück. Ja, also ich will sagen, all unsere abendländischen Theorien über das Ich beruhen nur partiell wirklich auf Erfahrung. Und im Buddhismus sagt man, beobachte dich selber, studiere das und du wirst es nicht finden. Aber glaub nicht, dass es kein Ich gibt, sondern probier es aus. Glaub ruhig dran und probier es aus, ob du es findest. Also das ist die Kernaussage des Buddha, womit er sich seinen Zeitgenossen gegenüber als doch ein sehr kritischer Lehrer bei allem Wohlwollen und aller Liebenswürdigkeit seiner Rede als sehr kritischer Lehrer erwiesen hat. Die Kernlehre des Buddhismus heißt dann auch die Lehre vom Nicht-Ich, Anatta oder Anatman. Atman ist der Sanskritname für das Selbst. Und die Brahmanen sagen, es gibt ein universales Selbst und es ist verschleiert, verhüllt auch im Individuum da. Und wenn man meditiert, würde man diesen Atman entdecken. Und der Buddha hat gesagt, versuch's. Ja, du wirst ihn nicht finden. Ja. Was folgt jetzt daraus? Wir alle sagen zu uns Ich. Ganz ohne Zweifel. Das ist eine empirische Tatsache. Natürlich sage ich auch ich. Und auch der Buddha hat gesagt, ich fange nicht an, kompliziert zu reden, sondern im Alltag sage ich auch ich. Ja. Aber damit ist eine vorübergehende Bezeichnung gemeint und kein letztes Wesen. Wir aber glauben, dass wir einen Wesenskern haben. Und dieser Wesenskern steht in einem merkwürdigen Widerspruch zu unseren alltäglichen Erfahrungen. Die sind nämlich ganz anders. Was zeigt sich alltäglich? Ein ständiger Wandel. Manchmal geht er langsamer, dann hält ein Haus hält schon mal 30, 40 Jahre, eine Beziehung vielleicht nur 3 Monate, vielleicht auch 30 Jahre, ich weiß nicht. Soll es noch geben? Ich lebe in einer Beziehung, die ist sogar noch länger. Ja. Sowas nennt man ganz altmodische Ehe. Das gibt es durchaus, aber irgendwann weiß ich, und das weiß ich todsicher, wird diese Erfahrung zu Ende gehen. Also im Buddhismus fängt man mit der einzig todsicheren Erfahrung an. Und das ist unsere Sterblichkeit, unsere Vergänglichkeit. Wir alle enden früher oder später in Alter, Krankheit und Tod. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist eine Lebenserfahrung. Das wegzuschieben ist naiv. Aber es,
Das Sterben passiert viel früher. Also im Buddhismus sagt man stirbt eigentlich in jeder Millisekunde. Ja? Man stirbt jeden Tag und steht als ein Neuer auf. Wir sterben in Beziehungen. Das heißt, ich muss loslassen. Jemand trennt sich von mir oder jemand enttäuscht mich maßlos. Dann sagen wir auch, der ist für mich gestorben. Ja? Das heißt, die Beziehungen sind endliche, die sind vergängliche. Und nicht nur die Beziehungen, die Dinge sind endliche und vergängliche. Ja? Gestern ging die Waschmaschine doch nicht, warum ist sie jetzt kaputt? Ja? Also diese Erfahrung der Endlichkeit der Dinge ist eigentlich jedem geläufig. Und dennoch leben wir zumindest mit der stillschweigenden metaphysischen Fiktion, die Dinge haben einen Kern, haben eine Identität, einen Ewigkeitsbestand. Und daraus entsteht jetzt ein Widerspruch. Aus der Erfahrung des Wandels und der Vergänglichkeit und unserem Glauben an die Beständigkeit, die ja auch dann durchaus in metaphysischen Systemen als transzendentales Ego, als Seelenwanderung, die übrigens der Buddha ablehnt, ja. Das nur ist eine der vielen Fehldeutungen des Buddhismus. Es gibt im Buddhismus zwar eine Wiederkehr im Sinn der Wiedergeburt, aber da gibt es keine Seele, die da durchgereicht wird. Alle diese Vorstellungen lassen sich nicht erkennen, kann man in der Meditation, in der eigenen Erfahrung nicht finden. Und deshalb, so die Empfehlung, lassen wir sie los, loslassen. Wir lassen den Wahn los, wir sind dann ohne Wahn, Nirwan. Das ist eigentlich der Witz an Nirvana. Allerdings ein ganz einfacher, es gibt noch eine sehr viel tiefere Bedeutung. Das heißt, wir erleben ständig diesen Widerspruch, Vergänglichkeit, und wir bauen unser eigenes Ego-Territorium auf. Mein Haus, meine Frau, Sie kennen die schöne Werbung, mein Boot, mein Pferd und so weiter. Also wir bauen ein Ego-Territorium auf. Wehe, jemand greift darauf über. Dann kommt die Aggression. Also aus der Ich-Wahnvorstellung kommt die Verteidigung nach außen, die Aggression, bis hin zum Hass. Und das Gegenteil, wir wollen natürlich unser Territorium auch ausweiten. Mehr Besitz, mehr Geld, mehr Freundschaften. Ich habe mehr Freunde auf Facebook. Ja? Also diese Vorstellung des sich ausweiten Wollens, das nennt man im Buddhismus die Gier oder Begierde. Also aus dem Nichtwissen, aus der Unwissenheit, dass wir glauben, wir haben einen Ich-Kern und die Dinge haben eine Identität, erwächst stets diese doppelte irrende Haltung des gierigen Greifens, damit wir unser Ego-Territorium stabilisieren, nach außen erweitern, oder des Verteidigens, der hat es zu mir gesagt, jetzt bin ich echt sauer, jetzt bin ich wütend und so weiter. Dieses Verteidigen, das bis in den Alltag hineingeht und auch eine soziale Form annimmt. Diese drei Dinge, Ich-Wahn oder Substanzglaube, Gier und Hass, diese drei Dinge nennt man im Buddhismus die drei Geistesgifte. Und die ganze Übung besteht eigentlich darin, diese drei Geistesgifte langsam zu durchschauen und zu schwächen. Jetzt mache ich einen Sprung. Etwas, was auch innerhalb des Buddhismus die Buddhisten selber gerne übersehen haben. Diese drei Geistesgifte sind ebenso wenig psychologisch in einem Ich zu verankern wie alle anderen Dinge. Das heißt, diese drei Geistesgifte sind zugleich soziale Wirklichkeit. Sie haben eine soziale Form angenommen und hatten die je schon. Ja? Unser Ich bauen wir aus sozialen Formen auf, aus Sprache und so weiter. Das bauen wir aus etwas auf, täglich neu, indem wir stolz sind auf meinen neuen Anzug, stolz auf mein Haus, stolz auf meinen Job, stolz auf die Frau, den Mann, das Auto und so weiter. Also dieses Ich bauen wir stets neu auf. Und dieser Prozess des Ich-Bauens ist aber durchaus ein sozialer, das tun ja alle. Dabei geraten wir auch aneinander. Wenn zwei Begierden aufeinandertreffen, da gibt es einen Sonderfall, da passt das, das nennt man dann Liebe, im günstigsten Fall. Aber oft passt es nicht, ja, wenn sie dasselbe
dieselbe Stelle wollen bei einem Bewerbungsgespräch wie ihr Nachbar, dann kommen die Begierden zueinander in Konkurrenz. Also meine These lautet, um es ganz kurz zu machen, die drei Geistesgifte, die den Kern der buddhistischen Lehre ausmachen, haben eine soziale Form. Und schon von daher versteht sich von selbst, dass buddhistische Praxis soziales Engagement ist. Ich will Ihnen das jetzt am Beispiel meiner, ja, sagen wir mal, Hausdisziplin der Ökonomie mal ganz kurz verdeutlichen. Und zwar so, dass ich hoffe, Sie können es auch so einfach nachvollziehen. Welche Erscheinungsform haben diese drei Geistesgifte? Nun, der Ich-Wahn leugnet, dass wir alle voneinander abhängig sind, dass wir gegenseitig abhängig sind. Die Ökonomen sprechen da von Arbeitsteilung oder von Interdependenz. Das ist also kein Geheimnis. Ja? Alle Dinge, die wir beobachten können, entstehen arbeitsteilig. Wir alle haben höchst verschiedene Berufe. Und wenn zwei von uns dieselbe Ausbildung durchgemacht haben sollten, üben sie jetzt unterschiedliche Tätigkeiten aus. Arbeitsteilung ist eine selbstverständliche Tatsache. Jede Arbeit, jeder Prozess bringt unterschiedlichste Produkte hervor. Und wir haben auch ganz komplizierte, vielfältige Bedürfnisse. Wie wird das alles, diese gegenseitige Abhängigkeit, aber bei uns vermittelt? Silja Graupe hat schon erwähnt, es läuft übers Geld. Geld ist die Form, in der das Nichtwissen im buddhistischen Sinn soziale Gestalt angenommen hat. Im Geld erscheint die gegenseitige Abhängigkeit, sie ist also da, aber sie geht durch den Ich-Wahn hindurch. Wie geht das praktisch? Ganz einfach, indem wir in Geld rechnen. Was man auch übrigens bis in den Alltag, bis in die Lebenswelt hinein sieht, ja, indem man sagt, ich zähle auf dich, ich rechne mit dir. Und auch jemand, der ist berechenbar. Und das höchste Ideal der Psychologie ist, man nimmt eine berechnende Haltung gegenüber sich selbst ein. Also dieses Geld hat sich im Lauf der Jahrtausende, das ist, um das sozusagen als kleine Werbeeinblendung mir zu erlauben, in meiner Forschung die Hauptarbeit, das nachzuweisen, wie sich das in der Geistesgeschichte herausgebildet hat, wie die Geldrechnung tatsächlich historisch unseren Geist schrittweise verblendet hat. Und heute ist sie uns selbstverständlich geworden. Wir treten zu anderen nur übers Geld in Beziehung. Es gibt noch Reste, es gibt noch Familie, es gibt noch Freundschaft, Vereine und so weiter. Aber überall dringt's Geld vor, ja. Wenn Sie Mitglied in irgendeinem Club sind, in einem Verein sind, ich verspreche Ihnen bei der ersten, nächsten Sitzung, es geht immer auch ums Geld. Ja. Das dringt in alle Bereiche vor. Was folgt jetzt daraus? Also das Nichtwissen, der Wahn, wir hätten so etwas wie ein Ego, das gestaltet sich in einer Geldökonomie so, dass man einen Geldbesitz festhalten möchte. Ja. Wir sind Eigentümer geldgleicher Werte. Das Ego fängt an, Eigentum zu werden, hat soziale Wirklichkeit darin. Naja, die anderen zwei Gifte, Gier und Hass, nachdem ich das gesagt habe, lassen Sie jetzt eigentlich, ich muss nur erwähnen, dann verstehen Sie es sofort. Die Gier hat die Form der Geldgier, kein Wunder. Platon zum Beispiel, also er unterscheidet drei Seelenteile, Vernunft, Wille und den untersten, das sind so die Begierden. Und da sagt er von den Begierden, das beste Beispiel, das mir dazu einfällt, ist die Geldgier. Also schon seit alters her werden Begierden auch schon als Geldgier. So alt ist also diese Form der Verblendung, als Geldgier tituliert. Und wenn zwei geldgierig aufeinandertreffen und dasselbe Objekt wollen, entsteht Wettbewerb, Ellbogengesellschaft, Konkurrenz. Das zweite Wesensmerkmal einer Geldökonomie, in der wir leben. Also Sie sehen schon, wenn wir heute sagen, wir haben eine Krise erreicht, eine Finanzkrise, eine Wirtschaftskrise, dann greift das viel, viel tiefer. Die Krise, in der wir uns befinden, ist eine Krise dieses berechnenden Denkens selbst geworden. Sogar die Natur
wollen wir in diese berechnende Logik einbeziehen. Die Natur hat aber, ist kein Teilnehmer an den Märkten. Also gibt man ihr einen fiktiven Preis. Ist kein Wunder, dass die ganzen Konferenzen, die sowas durchsetzen wollten, schon vom Ansatz her gescheitert sind. Rio 20 plus oder wie sie heißt, die jetzt zu Ende gegangene Konferenz, hat man sich wieder auf nichts geeinigt. Man hat in Europa Umweltzertifikate, handelbare Rechte eingeführt. Der Markt ist inzwischen völlig kollabiert, alle geben es zu. Die Ökonomen vor 20 Jahren haben ihn noch als die Lösung aller Probleme in Richtung Klimaschutz gepriesen. Also ich habe von vornherein, ich will mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber ich habe von vornherein gesagt, das kann nicht gut gehen. Ja? Man kann nicht durch die Gier etwas Vernünftiges verwirklichen. Das ist die große Illusion. Es war die Illusion, dass man die Gier freilassen kann und dass die sich selbst organisiert durch eine unsichtbare Hand, invisible hand, sollen die Märkte regieren. Ja, wenn was völlig Verrücktes, nämlich die Geldgier, freigelassen wird, was kommt dann raus? Ja, was Verrücktes. Ja, das ist doch ganz einfach. Und das können wir beobachten an den Finanzmärkten. Und das wird nicht in den Griff zu kriegen sein, da schließe ich mich jetzt ein bisschen an den ersten Vortrag an, indem wir das versuchen, äußerlich zu regulieren. Hier hat der Buddhismus, glaube ich, sehr wohl ein Wörtchen mitzusprechen. Erstens kann er zeigen, welche Denkformen wie verankert sind, wie sie sich als Subjekt, als Ich aussprechen, wie man diese Denkformen aber gleichsam nur anerzogen bekommt. Das ist nicht genetisch. Ja. Natürlich gibt es in den USA viele, viele Aufsätze, ist der Kapitalismus genetisch bedingt, aber es ist ehrlich gesagt alles ein ziemlicher Unfug. Die einfachen Experimente von Tanya Singer zeigen ja auch nachweisbar in der Computertomographie, dass eine andere Haltung eingeübt nach wenigen Wochen schon und nach einigen Monaten stabilisiert, die liebende Gütepraxis ausgeübt, zu einer anderen Geisteshaltung führt. Was ist also die richtige Antwort auf all diese Fragen? Nun, wir müssen mal verstehen, welche Ethik entspricht der gegenseitigen Abhängigkeit. Was ist die adäquate Ethik? Was ist das, was man vernünftig aus diesem Sachverhalt schließen kann? Antwort: Mitgefühl. Deshalb ist Mitgefühl die zentrale ethische Regel im Buddhismus. Mitgefühl heißt, wenn ich Mitgefühl einübe, es gibt Übungen, das kann man richtig üben, oder einfach mal sich nur bewusst machen, jetzt sei doch, denk doch mal nicht nur an dich und so weiter. Dann fällt man wieder zurück, dann ist man wieder egoistisch und das geht Jahre, bis man das ein bisschen sich anerzieht. Wenn man das tut, also einfach praktisch Mitgefühl üben, dann öffnet man gleichsam seinen Geist schon für die Erkenntnis der gegenseitigen Abhängigkeit, weil man einen Blick dafür bekommt. Und umgekehrt, wenn man verstanden hat, dass wir Menschen uns immer wieder neu konstituieren aus gegenseitiger Abhängigkeit, dann entsteht daraus ganz natürlich das Mitgefühl. Deshalb ist, das ist die Kernlehre des großen Fahrzeugs im Buddhismus, Mitgefühl der ethische Pfad in all seinen Formen. Da muss ich eine kleine Einschränkung noch anbringen. Mitgefühl kann nicht heißen, ich akzeptiere am anderen restlos alles. Da gehört schon Mut dazu, jemand auch zu sagen, das, was du jetzt denkst und tust, ist falsch. Es vermehrt dein Leiden, das Leiden deiner Kinder oder das Leiden anderer. Und wenn Bankmanager bestimmte Handlungen ausführen, sich dabei auf ökonomisch-mathematische Modelle berufen, die schon von ihrer Voraussetzung her ziemlich unsinnig sind, müssen wir jetzt noch ein paar Stunden drüber reden, warum das so ist, aber auch das lässt sich zeigen, dann muss man dem auch sagen, lieber Herr, jetzt nenne ich keine Namen, XY von der Bank Z, das, was du sagst und tust, ist falsch. Deshalb muss Mitgefühl auch immer diesen kritischen Aspekt, der im Buddhismus drinsteckt, mit berücksichtigen. Wir müssen den Mut haben, falsche Denkformen zu kritisieren.
Ich kann erst dann neue Möbel in ein Zimmer stellen, wenn ich die alten Möbel rausgeworfen habe. Ja. Unser Geist ist kontaminiert durch viele falsche Vorstellungen. Und die zu kritisieren, was übrigens in der Hochzeit des Buddhismus bis zum 8. Jahrhundert eine Alltagspraxis war, da sind die Lehrer rausgegangen und haben mit den Leuten gestritten, auch mit anderen Schulen, haben gesagt, natürlich alles in toleranter Weise, und aber sehr sachlich klar. Und das war ein großer Ernst im alten Indien. Wenn Sie da einen Lehrer mit einem Lehrer gestritten haben und Sie sind in der öffentlichen Debatte unterlegen, mussten Sie der Schüler dieses Lehrers werden. Da war noch ein Ernst dahinter, hinter einem Argument. Ja. Also da diese Form, es wäre mein Traum von engagierten Buddhismus, müssen wir wieder erreichen, dass die Wissenschaften sich engagieren, dass wir an der Quelle dessen, wie wir unsere Gesellschaft aufbauen, aus den Denkformen, aus denen wir sie aufbauen, dass wir an der Quelle kritisch untersuchen, ganz nach Maßgabe, wie es der Buddha gesagt hat, wenn ihr aber selber erkennt, dies ist verwerflich oder sowas, dann mögt ihr sie aufgeben. Das geht nur durch diese kritische Erkenntnis hindurch. Da müssen wir was in der Erziehung tun. Da müssen wir was in kleinen Gruppen tun, in der unmittelbaren Erfahrung, wo es auch viele engagierte Buddhisten gibt. Nicht nur in der Hospizbewegung, sondern auch in anderen Bereichen. Kurz, wir müssen die Legende der Ökonomen, es gäbe so etwas wie ein Homo Ökonomicus, ein unveränderliches, rational geldgieriges Wesen, diese Legende müssen wir schlicht einfach zurückweisen, und das nennt man auch kritisieren. Und so kann sich dann Mitgefühl entfalten. Mitgefühl heißt übrigens auch noch, damit versuche ich jetzt einen, mit Blick auf die katholische Akademie sozusagen, einen versöhnlichen Abschluss zu finden. Mitgefühl heißt natürlich auch, dass man die Anschauungen anderer anhört, dass man ihm gegenüber tolerant ist. Mitgefühl gilt immer dem anderen Menschen, nicht unbedingt seinen Gedanken. Ja, ich kenne genügend Menschen, wo ich sagen muss, die reden so ein verrücktes Zeug, aber es sind liebe Kerle. Ja. Damit kann man arbeiten. Also Mitgefühl bezieht sich auf den anderen Menschen. Es erstreckt sich nicht auf falsche Gedanken. Toleranz heißt aber, ihn dennoch in seiner Denkform zunächst mal zu respektieren und dann durch Argumente oder durch gemeinsame Praxis zu überzeugen. Gemeinsame Praxis, das scheint mir das große Stichwort zu sein. Im 12. Felsenedikt von König Ashoka, der also in Indien den Buddhismus eingeführt hat, heißt es, und damit möchte ich zum Abschluss kommen, so ist denn nur das Zusammengehen gut, auf das ein jeder auf die Sittenlehre des anderen höre und sie befolge. Vielen Dank.